Willkommen im Kunstmuseum Basel zur Ausstellung Isa Genzken, Werke von 1973 bis 1983. Isa Genzken ist eine ganz wichtige Künstlerin, die in ihrer jetzt wirklich schon langen Karriere, sie wurde Ende der 40er Jahre in Deutschland geboren, einige Generationen junger Künstlerinnen und Künstler wirklich auch international mittlerweile beeinflusst hat und gerade unter Künstlern auch einen ganz hohen Status genießt. Und das Besondere an unserer Ausstellung ist, wir zeigen die ersten 10 Jahre, also wie der Titel sagt, von 73 bis 83. Das heißt, die erste Hälfte dessen, was wir in der Ausstellung zeigen, ist entstanden in einer Zeit, wo sie noch studiert hat, vor allem in Düsseldorf. Und das wurde so noch nie gemacht im musealen oder kunstinstitutionellen Bereich. Das ist wirklich die erste Ausstellung und es ist so spannend, weil wir sehen Werke, die man teilweise so überhaupt noch nie gesehen haben, die noch nie so ausgestellt worden sind. Und wir sehen Werkgruppen, die man vereinzelt aus vorherigen Ausstellungen vielleicht kennt, aber noch nie zusammen in dieser Vollständigkeit gesehen hat. Und das Besondere an ihrem Werk ist auch, dass sie den Mut hatte, sich immer wieder neu zu erfinden. Es gibt bestimmte Fragen, rote Fäden, die durchziehen dieses gesamte Oeuvre, aber sie hat immer wieder ganz neue Werkgruppen gestartet, sich getraut, mit komplett neuen Werkmaterialien und Designs auseinanderzusetzen und oft auch aus Phasen heraus, die eigentlich extrem erfolgreich liefen. Also man kann ja oft bemerkt man, dass ein Künstler, wenn er ein bestimmtes Oeuvre, eine Routine gefunden hat, dann deklinieren manche Künstlerinnen oder Künstler das ihr Leben lang durch. Isa Genzken hat sich auch da nie zuordnen lassen. Kenner oder Freunde sagen, sie hat eigentlich wie eine Katze 7 Leben. Und sowohl gesundheitlich, weil sie alles mitgenommen hat und alles gemacht hat, extrem gelebt hat, aber auch künstlerisch. Ne? Sie hat wirklich, man kann sagen, 4, 5, 6 Oeuvres eigentlich geschaffen, wo eigentlich schon man als Künstler auf jedes Einzelne hätte stolz sein können und seinen Beitrag in der Kunstgeschichte eigentlich geliefert hätte. Ich stehe hier neben einer Skulptur, die heißt Rot-Grau offenes Ellipsoid. Und die Ellipsoide sind eine der wichtigsten Skulpturengruppen, von denen zahlreiche in der Ausstellung versammelt sind. Das rot-grau offene Ellipsoid ist zugleich das längste dieser Gruppe. Es ist 11,20 Meter lang. Ich schreite es mal ab. Und es ist aus einem Stück Holz gebogen und von der Künstlerin handbemalt. Und wie der Titel sagt, es ist eigentlich eine Ellipse, die verräumlicht worden ist, ein Ellipsoid. Und diese Berechnungen dafür, die extrem kompliziert sind, die hat sie in den 70er Jahren begonnen, mit einem Physiker von der Universität Köln zu machen. Und sie musste damals auch überhaupt eine Werkstatt finden, die die Erfahrung hat, zum Beispiel im Bereich Leichtbauflugzeuge, mit Holz auf dieser Art und Weise umgehen zu können. Und es ist eben nicht wie bei zeitgenössischen Minimal Artists eine reine Industrieproduktion, sondern wenn man mal hinschaut und ins Detail geht, man sieht, die Oberfläche ist handbemalt, die Maserung scheint durch die Farbe durch und die Künstlerin war bei allen Teilen des Prozesses selber anwesend und auch tätig. Und sie hat eben auch oft gesagt, dass ihr das extrem wichtig ist. Und hier sieht man eigentlich auch besonders schön dieses Umkippmoment. Ja, von der einen Seite haben wir gedacht, das Objekt ist massiv, geschlossen, schwer, nur in dem starken Farbton angemalt, gleichmäßig. Und eigentlich erst, wenn man das Stück umgeht, sieht man, es verändert sich wieder völlig. Von der einen Seite ist es aufgeschnitten, grau ausgemalt. Wir sehen die feinen Schnittkanten. Das Objekt ist eigentlich leicht, hohl und verändert sich völlig, öffnet sich zum Raum und zum Betrachter. Es sind Werke, die man in jedem Fall umgehen muss. Es sind eigentlich Räume,
durch die man sich und um die man sich herum bewegen muss, um zu verstehen, wie das Objekt immer wieder seine Konsistenz, sein Gewicht, Farbe, Komposition, offen, geschlossen, sich eigentlich permanent verändert. Und dadurch sind das so lebendige Skulpturen und so faszinierend. Ich habe mich hier mal hinter so einer ganz besonders tollen Skulptur versteckt. Also so gut, wie das eben geht. Die hat ja wieder diese Durchschnitte auch, diese sehr schönen, die sich verändern, wenn man drumherum geht. Und die Skulptur, die heißt Meister Gerhard. Und ich möchte kurz auf die eingehen, weil die ein Beispiel dafür ist, wie viele Möglichkeiten der Interpretation all die Werke von Isa Genzken immer bieten und sich eben nie auf ein Narrativ alleine festschreiben lassen. Meister Gerhard, viele denken natürlich an einen Meistermaler unserer Zeit, Gerhard Richter. Und Gerhard Richter hat eben zu der Zeit, als Isa Genzken in Düsseldorf studiert hat, da hat er dort auch gelehrt. Sie hat auch mit ihm eine enge Beziehung gehabt als Künstlerin und auch persönlich. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Aber viele denken natürlich bei dieser Skulptur Meister Gerhard, dass das zu der Zeit auch ein bisschen, und das war sicherlich auch eine Anspielung, vielleicht auch eine ironische, so auf den Meistermaler, den ganz großen Professor und so einen bestimmten Typus auch von Künstler an deutschen Kunstakademien zu der Zeit war. Aber Meister Gerhard war auch noch jemand ganz anderes. Im 13. Jahrhundert hat ein gewisser Meister Gerhard gelebt. Der war nämlich der Dombaumeister, der erste, vom Kölner Dom. Also der hat den Grundrissplan des Domchors entworfen. Ganz berühmter Mann zu seiner Zeit und auch eigentlich heute noch, weil er uns dieses Bauwerk der Gotik hinterlassen hat. Und wenn man einige der wenigen Porträtstiche, die es von dem noch gibt, sieht, dann trägt er immer so einen seltsamen Hut. Damals war das wahrscheinlich so sehr wichtig und sehr schick, sieht aber aus heutiger Sicht ein bisschen seltsam aus. Und wenn man diese Figur anschaut und diesen seltsamen Abschluss oben und sich vorstellt vielleicht, dass diese Figur, übrigens von der Bauweise ein stehendes Hyperboloid, wenn man die sich so ein bisschen als eine Gestalt vorstellt, die hier quer durch den Ausstellungsraum zieht, dann kann man, wenn man will, diesen Hut, diesen seltsamen, der sicherlich auch Isa Genzken fasziniert hat oder berührt hat, den wiedererkennen. Aber warum den Dombaumeister? Isa Genzken hat viele, viele Stunden auf dem Dach des Kölner Doms zugebracht. Das ist ein unglaublich faszinierendes Bauwerk. Und es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die das inspiriert hat und die dort Zeit auch verbracht haben. Neben den zahlreichen Skulpturengruppen gibt es noch ein ganz wichtiges anderes Element in der Ausstellung, und das sind die Zeichnungen. Isa Genzken hat wirklich sehr, sehr vielteilige Zeichnungsserien entwickelt. Ganz faszinierende Gruppen sind das. Ich stehe hier neben einem von mir Lieblingswerk. Das ist eine 120-teilige Serie. Es sind Gouachen auf Papier, und auf den ersten Blick, wenn man in den Raum reinkommt, denkt man, hier wird dieselbe Zeichnung eigentlich immer wiederholt. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, das abschreitet, sich darauf einlässt, sieht man, dass jede dieser Zeichnungen von jeder anderen der 120 Teile sich unterscheidet. Und eigentlich ist der Titel bereits die Lösung zu dem, was hier passiert. Der lautet: Die Form entwickelt sich daraus, dass jede der fünf Farben jede andere berührt. Das heißt, diese unterschiedlichen Balken und Quadrate, die sich ja wirklich wiederholen, durch die laufen diese unterschiedlichen Grau- und Schwarztöne so durch, könnte man sagen, oder rotieren da so umeinander herum, dass im Prinzip am Ende jede, wie der Titel sagt, der fünf Farben jede andere berührt hat. Das Spannende daran ist auch, es ist also nicht einfach subjektiv komponiert, ich mache mal dies oder ich mache mal das, sondern diesem Werk liegt eigentlich eine algorithmische Logik zugrunde. Und das ist natürlich einerseits eine direkte Referenz an die Concept Art, dass man versucht, das Prinzip subjektive Komposition in der Kunst zu ersetzen durch eine Art innere Technizität des Werkes.
Papier sehen wir gleich verschiedene Werke der wichtigen Gruppe der Ellipsoide, 3 Stück am Boden liegend. Die Künstlerin wollte diese Werke immer auch am Boden haben, ohne ein Podest, möglichst ohne Absperrung. Und dank sehr großzügiger Leihgeberinnen und Leihgeber konnten wir das hier auch in der Ausstellung immer wieder realisieren, was wirklich eine Freude ist. Und es gibt diese große Offenheit der Skulpturen. Es gibt nie nur eine Geschichte, die man hineinlesen kann. Es gibt schon gar keine Botschaft, sondern Isa Genzken wollte ein höchstmögliches Maß an Offenheit und an unterschiedlichen, auch widersprüchlichen Interpretationslinien in ihren Arbeiten integrieren. Und ein gutes Beispiel ist das Stück neben mir. Das ist das rot-schwarz-gelbe Ellipsoid S.L. Popova. Und Popova ist eine Anspielung auf eine russische Konstruktivistin, also eine Künstlerin, die in den 20er und 30er Jahren insbesondere Teil der konstruktivistischen Bewegung war, bei Malevich schon studiert hat und eben Teil dieser eigentlich auch revolutionären Avantgarde der frühen Sowjetunion war, bevor dann mit Stalin die Revolution selber etwas ganz Konservatives wieder geworden ist, auch künstlerisch betrachtet und Unmenschliches. Natürlich kann man aber auch sagen, die Art der Komposition, die auch Elemente des Konstruktivismus einerseits aufnimmt, andererseits dafür vielleicht etwas zu verspielt, verschnörkelt, zu manieriert wiederum ist. Man kann ein bisschen Lissitzky sehen. Viele sehen aber auch Kompositionen des Künstlers Blinky Palermo, der zur selben Zeit wie Genzken in Düsseldorf gelebt und gearbeitet hat und dort eine ganz wichtige, einflussreiche Figur war, dem sie natürlich auch begegnet ist und der wichtig war auch für sie. Der eine oder andere sieht vielleicht hier auch die Farben einer gewissen Landesflagge und natürlich ist das Thema BRD auch eins, das irgendwo in diesem Kontext des Werkes von Isa Genzken mitwabert. Aber wie gesagt, Isa Genzken würde nie und vor allem nicht zu platt nur eine Referenz in einem Werk verpacken. Es ist eigentlich gerade diese große Offenheit, die so spannend macht. Es gibt auch Leute, die sehen ein bisschen die Form eines Surfbretts da drin, denken vielleicht über die USA-Faszination Isa Genzkens nach oder die deutsch-amerikanischen Beziehungen allgemein, die so wichtig waren in dem Zeitkontext, im historischen, als dieses Werk entstanden ist. Ich glaube, jede einzelne Interpretation, die ich genannt habe, alleine, abgesehen vielleicht von dem von ihr im Titel verankerten Bezug zur Künstlerin Popova, ist irgendwo alleine gar nicht gültig. Es ist eigentlich sind eigentlich die unterschiedlichen, widersprüchlichen Möglichkeiten der Lektüre, die das spannend machen und die vielleicht legitim sind von Betrachterseite. Das grau-violette Ellipsoid ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Computerausdrucke und Berechnungen Isa Genzkens, die einerseits Zeichnungen mit einem eigenen künstlerischen Wert sind, die aber auch andererseits Wege waren, um zu den Formen der Ellipsoide zu gelangen, wie die zusammenspielen. Und das möchte ich mal zeigen hier an der Wand. Das sind ganz, ganz beeindruckende Arbeiten. Das ist eigentlich unglaublich. Ich stehe hier vor einem Druck, der ist im Juli 1977 entstanden und ist mehr als 8 Meter lang. Wenn man da mal entlang geht, es handelt sich um den Job E7142, also die Werkbezeichnungen sind eigentlich Jobnummern, die damals der Computer dem Stück zugewiesen hat. Auch Datum und Uhrzeit sind genau vermerkt. Also es ist auch eine Maschinenästhetik, in der dann aber wunderschön und genau berechnet die Kurve dieses Ellipsoides abgebildet wird. Über mehr als 8 Meter. Und wir standen eben vor dem grau-violetten Ellipsoid. Es kann durchaus sein, dass diese Form dann der Blueprint war für diese Skulptur. Und Sie sehen auch im Detail sehr charmant noch die ausgestanzten Löcher des Lochpapiers, damals der Plotter. Und sie hat es berechnet mit einem Physiker der Universität Köln. Der hat also das Rechenzentrum für sie aufgemacht und hat dann mit ihr dran gearbeitet. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und damals waren Computer so groß wie Räume in den 70er Jahren.
Und außerdem konnte man nicht wie heute schön am Bildschirm gleich sehen, wie wird es aussehen, sondern man hat im Grunde am Computer die Berechnung gemacht, man hat aber gar nichts gesehen. Computer hatten da noch gar nicht immer Bildschirme, sondern der Plotter war wirklich das Mittel, mit dem man das Ergebnis eigentlich erst gesehen hat. Ja, man hat ausgedruckt. Es gibt also auch so einen Überraschungsmoment für die Künstlerin selber. Und wenn man hier weitergeht, dann sehen wir wieder dieselbe Jobnummer E7142, sehen aber im Grunde nur die Spitze des Ellipsoides, das letzte Viertel im Prinzip. Und das haben wir eben bei der Skulptur gesehen. Das war ja aufgesetzt, da gibt es also unterschiedliche Variationen, die sie durchspielt. Und für die haben wir hier die Drucke. Also es ist eine ganz faszinierende, auch für sich ästhetisch genommen, wichtige Gruppe von Arbeiten, hat man ganz selten überhaupt einzeln ausgestellt gesehen. Wir versammeln hier so viele dieser Werke und viele der Werke erstmals wie noch nie. Isa Genzken hat nicht nur fantastische Künstlerbücher auch gemacht, sondern es gibt wirklich auch ganz spannende Dokumente, Ordner, Bildsammlungen. Und davon haben wir einige auch in der Ausstellung. Hier zum Beispiel, dies ist ein Portfolio von 1978 und das ist eine Selbstbewerbung beim Museum of Modern Art in New York. Da hat sie sich also für eine Ausstellung beworben und es ist ein recht umfangreiches, sehr gut gemachtes Portfolio, also eine Initiativbewerbung, die damals übrigens nicht positiv oder gar nicht, das weiß ich nicht genau, beantwortet wurde. Aber jedenfalls fand daraufhin damals weder ein Ankauf noch eine Ausstellung statt. Also man hat das damals eigentlich ignoriert. Mittlerweile hat das Museum of Modern Art einige wichtige Werke von Isa Genzken gekauft, von denen wir auch in der Ausstellung etwas zeigen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ausstellerisch haben wir das so gemacht. Wir haben hier diese Vitrinen und schauen wir doch da mal rein. Da hat man einerseits das Originalmaterial, in dem man ja aber nicht blättern darf. Und wir haben all die Seiten gescannt und haben in die Vitrine Flachbildmonitore daneben gelegt, auf denen man diese Scans immer wieder umgeblättert sehen kann. Genau im selben großen Größenverhältnis, im selben Bund- oder Abheftverhältnis wie die Originale. Und ein zweites ganz wichtiges Dokument ist ein Fotobuch, also auch wieder ein Ringordner einer USA-Reise, also im Südwesten der USA, in Kalifornien vor allem. Die hat sie zusammen gemacht mit Dan Graham, einem ganz wichtigen, damals auch viel älteren Künstler als Isa Genzken, der bekannt ist für seine fantastischen Fotos, Installationen, auch mit einem sehr starken Architekturbezug. Und Architektur ist ja auch für Isa Genzken immer eine ganz wichtige Inspirationsquelle gewesen. Also quasi die Oberflächen, innerhalb derer unser Leben, unsere Identität und Subjektivität stattfindet. Und in diesem Folder sind also fantastische fotografische Zeugnisse, einfach Schnappschüsse von Stadträumen, Architekturen, urbanem Raum, den sie gesehen und fotografiert hat. Alltag auch in den USA. Und USA war immer auch eine ganz wichtige Projektionsfläche und Inspirationsquelle für Isa Genzken. Die Ausstellung ist ebenfalls geprägt von ganz wichtigen, vielteiligen Zeichnungsserien Isa Genzkens. Die Mitte der 70er Jahre, die sie hier von 1975 entstanden sind. Diese tragen den Titel Parallelogrammen, weil man eigentlich das Prinzip hat, dass immer wieder parallel sich zueinander oder fast parallel zueinander bewegende Linien die Bildräume hier durchwandern. Und zwar einfach kinetisch, serial, von oben nach unten aufeinander zu oder vom unteren Rand nach oben voneinander weg. Wenn Sie jetzt aber mal zurücktreten, dann sehen Sie, dass diese Einzelfiguren, diese Einzelblätter wieder die Formen der großen langgestreckten Skulpturen, zum Beispiel der Hyperboloide, ergeben. Nämlich hier zum Beispiel in der zweiten Reihe von unten sieht man das sehr gut, wie sich die schwarzen und grauen Binnenflächen verbinden und eben die Form eines Hyperboloids ergeben, also einer Form, die zu den Enden hin auskragt und sich zur Mitte verschmälert. Die Ausstellung zeigt auch viele sehr frühe Werke, teilweise auch Spuren vielleicht des Suchens innerhalb des Werkes von Isa Genzken.
auch untypische Zeichnungen und auch wieder viel Material, das erstmals präsentiert wird. Und ich möchte nochmal auf so ein etwas eingehen, was auch sicherlich gar nicht als ein Kunstwerk gedacht war, als es entstanden ist. Jedenfalls keins, das ausgestellt wird, sondern eher etwas Persönliches ist, sozusagen eine in die Kategorie Memorabilia gehört. Das ist diese Postkarte hier. Die hat sie damals ihrem Freund, Lebenspartner Benjamin Buchloh gewidmet. Also das ist von 73, vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Wir wissen es nicht ganz genau. Und das zeigt das Porträt von Benjamin Buchloh als Graphitzeichnung. Und dahinter sieht man diese Streifen horizontal, und das war eine ironische Anspielung damals von der Isa Genzken auf Buchlohs Obsession mit dem Künstler Daniel Buren, also so Konzeptkunst und auch eine sehr, vielleicht könnte man sagen, eine sehr verkopfte Variante auch von Kunst. Und ich glaube, dass sie einerseits natürlich diese Position kannte und geschätzt hat, dass sie aber immer ein bisschen was anderes gesucht hat und raus wollte aus dieser reinen Konzeptkiste und schon etwas machen, was irgendwo auch ganz klar das Leben, die eigenen Begehren, Emotionen, erlebte Beziehungen eben auch betraf. Ich finde es auch ganz schön, sie hat das ja wie so ein Triptychon hier eingefügt. Nach unten klappt sich das auf, da sieht man viermal, also so ein Passfoto von Isa Genzken, wie man das wahrscheinlich in irgendeinem Bahnhofsautomat schnell gemacht hat. Und auf der Rückseite, die Sie jetzt nicht sehen, sieht man so einen kleinen Leopard, das ist dann die eigentliche Postkarte, der so ganz frech noch das Maul aufreißt. Und ich sehe das so, auf der einen Seite hat man so ein bisschen diese Anspielung auf den eigenen Freund, auch so als großen Denker, als Kunsttheoretiker, der Concept Art erklärt. Und auf der anderen Seite hat man dieses freche Tier, dieses Bauchwesen, das seinen Instinkten folgt. Und ich glaube, damit hat sie sich auch ein bisschen selber repräsentiert. Und das sagt auch etwas darüber aus, wie sie Kunst gemacht hat. Ja, und hier auf der Rückseite eben das Bild von diesem süßen Leopardenjungen. Dass da das eigentliche Bild der Postkarte vielleicht eben auch so ein Bild für die, so eine junge, selbstbewusste, starke Frau, die das Maul aufgerissen hat und in dieser sehr streng akademischen, verkopften, etwas elitären Männerkunstwelt eben wirklich entsprechend für Unruhe gesorgt hat und mitgehalten hat. Und dieses unglaublich starke Oeuvre, das die Ausstellung zeigt, schon so früh in diesem Kontext entwickelt hat und es wirklich eine Antwort war auf die damals vorherrschenden Kunstströmungen und Figuren. Diese wunderbare Skulptur kann man eigentlich in die Kategorie Ready-Made einordnen, also ein Gegenstand aus dem alltäglichen Leben, der irgendwann von einer Künstlerin oder einem Künstler zu Kunst erklärt wird. Im Grunde ist es einfach der Weltempfänger, so ein richtig toller Panasonic-Weltempfänger, ein alter, den Isa Genzken über Jahre, sehr lange, vielleicht Jahrzehnte in ihrem Atelier stehen hatte, um einfach Musik zu hören. Und das Spannende daran ist, sind zwei Dinge. Das eine ist eben wieder, Isa Genzken kauft sich nicht einfach ein Radio, sondern einen Weltempfänger. Und die hat das gemacht, damit die irgendwie Programme hört, Japan, Indien, was auch immer, eben etwas, das weit weg ist, wo man die Sprache nicht versteht, wo die kulturellen Musikhörgewohnheiten andere sind als die in der Heimat. Weil Isa Genzken hat immer die Antennen, ja, nach außen gesteckt. Die wollte sich nicht in ihrer kleinen, lokalen, regionalen Welt gemütlich einrichten, sondern die war immer neugierig und wollte sich immer anregen lassen durch anderes, durch Fremdes. Ein schöner kunsthistorischer Bezug vielleicht auch Brancusi, der in seinem Atelier diese ganz große, heute würde man sagen Weltmusik, Musiksammlung auch eben aufgebaut hatte. Es ist aber auch der erste Weltempfänger, das Radio von 1982 ist die Arbeit dann. Das Radio ist auch Pate für eine ganz wichtige, steht Pate für eine ganz wichtige Skulpturengruppe, nämlich die der Weltempfänger, die Isa Genzken dann ab 1983, 84 gestartet hat. Das sind im Grunde einfach Betonblöcke, relativ frei gegossen und
wirklich aus, in Schalen aus Holz gegossen, die Schalen weggenommen und sie hat eben ins Beton die Antennen reingesteckt. So als wäre das ein Gerät, das in der Lage ist, irgendwie Signale zu empfangen oder möglicherweise auch wiederzugeben. Auch hier kann man natürlich an Bruce Nauman denken, der einen Kassettenrekorder an Spielenden einbetoniert hat, etc. etc. Also es gibt viele Bezüge. Also hier in der Ausstellung nicht wirklich explizit eigentlich ein Kunstwerk, aber ein ganz wichtiges Objekt, das ganz viel Schlüsse über Isa Genzken, ihren Charakter, ihre Natur, ihr Leben, ihre Inspirationsquellen auch gibt, aber das eben auch einen wichtigen Turning Point zum Ende der Ausstellung hin in die Richtung einer ganz neuen Gattung von Skulpturen, nochmal aus Beton und oder Gips, auch Holz steht. Insofern ein ganz, ganz wichtiger, auch gedanklicher Scharnierpunkt in der Ausstellung. Wir haben gerade den Weltempfänger gesehen von Isa Genzken und ich möchte nochmal eingehen auf die Bedeutung auch von Schall in ihrem Werk und für ihr Leben und damit für ihr Werk. Sie hat exzessiv, sie hört exzessiv Musik. Und das ist neben der Architektur eine der wichtigsten Inspirationsquellen. Sicherlich auch Clubkultur, Musikszene. Und sie hat diese wunderbare Serie gemacht, genannt Hi-Fis. Ende der 70er Jahre hat sie Werbeanzeigen führender Musikgerätehersteller eben abfotografiert. Und da muss man auch mal sagen, Ende der 70er Jahre, also Werbung aus Zeitschriften, Magazinen abzufotografieren, da war sie auch eigentlich extrem früh mit dieser Praxis an dem, was man heute Appropriation Art nennt. Damit assoziiert man ganz andere Künstlerinnen und Künstler, natürlich zum Beispiel Richard Prince. Und auch da wieder, Isa Genzken würde sich nie in diese Schublade Appropriation Art, Medienkünstlerin etc. einordnen lassen wollen. Aber man muss einfach mal im Blick haben, wie früh sie was gemacht hat und welche Türen sie aufgestoßen hat. Das zeigt auch diese Serie. Und diese Serie, die ist relativ bekannt. Was wir in der Ausstellung wieder haben, sind aber die Vorläufer-Collagen zu der Serie, die man bislang noch nie ausgestellt gesehen hat. Also man muss sich mal vorstellen, dass dieses gesamte Oeuvre von Isa Genzken, einer der tollsten Künstlerinnen der Welt, der noch lebenden Künstlerinnen der Welt, wirklich fast 50 Jahre aktive Schaffenszeit umfasst. Das ist eine riesige Zeit. Und wir zeigen von diesen 50 Jahren die allerersten 10 Jahre, in denen man sehen kann, wie hat sich das Oeuvre entwickelt, welcher gedankliche und emotionale Motor steckt da drin, welche Auseinandersetzungen mit Kolleginnen und Kollegen dieser Zeit hat es gegeben und welche Antworten hat sie darauf formuliert. Und ich bin sehr froh, dass wir übrigens im 40. Jubiläumsjahr des Hauses Gegenwart bis vor einigen Jahren noch Museum für Gegenwartskunst und auch als solches eröffnet, dass wir das in diesem fantastischen Haus zeigen können zu so einem besonderen Anlass. Und wir haben, es ist wirklich für mich auch ein kleines Wunder, dass so viele Leihgeberinnen und Leihgeber mitgemacht haben und wir von fast 25 verschiedenen Leihgebern, Institutionen, Privatsammlungen, knapp 80 Werke zusammenziehen konnten. Und für mich ist es immer noch ein Wunder, dass es überhaupt so viele Werke aus dieser frühen Phase gibt. Und wir zeigen vielleicht 2/3 von dem, was man sogar zeigen könnte. Also in jedem Fall eine kleine Sensation, würde ich sagen.